alle denken ja immer, beim Laufen geht es nur um die Beine und um den Rumpf, aber die Arme spielen natürlich auch eine Rolle. Und Leni, erklär uns doch mal, wie wichtig sind denn die Arme? Ja, das stimmt. Die Arme werden gerne vergessen und vollkommen ignoriert, kann man fast sagen. Dabei spielen die Arme eine ganz, ganz wichtige Rolle beim Laufen. Zum einen unterstützen sie unsere Laufbewegung. Wir Menschen sind ja mit einer Kreuzkoordination ausgestattet, heißt linker Fuß, rechter Arm. Und das läuft eben ja, über Kreuz in unserem Körper. Wenn wir die Arme ignorieren, unterstützen wir eben auch nicht unsere Beinbewegung. Gleichzeitig können die Arme auch eine Art Frequenzgeber sein. Gerade bei Leuten, die sehr lange Schritte laufen, also eine lange Schrittlänge haben und eine niedrige Schrittfrequenz, da sind die Arme auch ganz entscheidend, um eben die Schrittfrequenz zu erhöhen, indem wir auch die Frequenz der Arme erhöhen und damit eben auch unsere Laufbewegung und Laufökonomie positiv beeinflussen. Die Armbewegung kommt aus der Schulter heraus. Ihr schwingt aus der Schulter, nicht aus dem Ellenbogen. Diesen Läufer gibt es auch, der schwingt hier immer mit dem Arm nach unten. Also die Armbewegung kommt aus der Schulter und ihr schwingt ganz locker aus der Schulter raus die Arme nach vorne und nach hinten. Dabei bildet ihr ein sogenanntes Läuferdreieck, wenn ihr mit dem Arm zurückschwingt. Taille, Oberarm, Unterarm bilden ein Dreieck, wie ihr jetzt seht. Die Hand ist immer in Verlängerung des Unterarms zu sehen. Dabei legt der Daumen ganz locker auf dem Zeigefinger auf, als wolltet ihr einen Schmetterling schützen, sage ich immer. Die Hand ist ganz, ganz locker. Zweitens, ganz wichtig ist auch eine leichte Oberkörpervorkippung. Heißt, wir versuchen etwas mehr nach vorne zu fallen in den Schritt hinein, sodass wir eben in der Bewegungsrichtung schon unterwegs sind. Das unterstützt unsere Laufbewegung und hilft uns auch für die Beinbewegung. Also, wir versuchen jetzt oder wir wollen jetzt mit dem Oberkörper, dass der Oberkörper leicht nach vorne geneigt ist beim Laufen. Mhm. So, und da gibt es eine Übung. Wie genau. Funktioniert die? Also am einfachsten ist es tatsächlich, sich mal hinzustellen, ganz gerade, Beine stehen parallel und dann mal in den Schritt reinzufallen. Drittens, ganz wichtig ist, dass wir versuchen, nicht die Schultern hochzuziehen und wenig Rotation aus dem Oberkörper zu haben. Also wir sollten versuchen, möglichst ruhig im Oberkörper zu bleiben, eben stabil zu sein und damit eben die Beinbewegung zu unterstützen. Wenn du jetzt beschleunigst, geht schon ein bisschen schneller. Beschleunige mal und versuch das über die Arme zu machen. Nimm die Frequenz der Arme mit. Sehr gut. Und Anna, wie fühlt sich das an? Ich weiß nicht, wie lange man es durchhält, aber man fühlt sich auf jeden Fall, wird das schneller. Ja. Also ich halte fest. Ich achte beim Laufen darauf, dass meine Arme aus der Schulter schwingen und nicht zu weit vom Körper weg sind. Genau. Ich trainiere ein bisschen mehr meinen Oberkörper, mache Stabis. Ja, TX-Training. Genau, damit mein Oberkörper und mein Rumpf stabil sind. Unbedingt. Und was war das dritte? Achso, weil dann habe ich eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, oder? Die Rotation und genau. Der Oberkörper gerade. Genau. Also ihr seht, es geht nichts ohne Stabi-Training. Laufen ist ein Ganzkörpertraining und da solltet ihr drumherum eben auch trainieren. Viel Spaß dabei. Dass man einfach nicht um diese Stabis drumherum kommt. Nee, no chance. Mann, ey. Naja.